im Streckenverkehr unterwegs, auf diesem hohen... A thorough knowledge of current weather conditions is very important for instrument flight. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fluggeschichte, Wissen und mehr. Mein Name ist Johann Törner. In der letzten Folge habe ich den Beginn des Nachtflugs erklärt. Man hatte in der Navigation die Schwierigkeit, bei Nacht seinen Weg zu finden, und dieses Problem hatte man dann dadurch gelöst, dass man optische Hilfsmittel, nämlich Leuchtfeuer, genutzt hat, um nun feste Wegstrecken abzufliegen. Wie wir aber gerade in der Eingangsanimation gesehen haben, war das auch nur eine beschränkte Hilfe. Denn sobald das Wetter zu schlecht war, um per sich zu navigieren, halfen die besten Leuchtfeuer nichts. Wie sollte der Flieger jetzt im Dunkeln in den Wolken seine Position bestimmen, seine Richtung finden? Man brauchte eine andere Möglichkeit, und das ist das Thema dieser Episode. Denn heute möchte ich ein wenig über die Funknavigation der damaligen Zeit berichten. Die größte Herausforderung der Navigation ist die Standortbestimmung. Nur wenn ich weiß, wo ich denn gerade bin, kann ich auch bestimmen, in welche Richtung ich fliegen muss, um zu meinem Ziel zu kommen. Wie sollte man sich aber blind auf der Strecke zurechtfinden? Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man genutzt hat. Es gibt verschiedene Navigationsarten, die man teilweise auch heute noch nutzt, wenn nicht in der Verkehrsfliegerei, aber zumindest in der Kleinfliegerei. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Koppelnavigation. Man plant von seinem Startpunkt aus eine Route und legt genau fest, in welche Richtung man fliegen will und für welche Zeit man in diese Richtung fliegen möchte. Nach der abgelaufenen Zeit muss ich zwangsweise an meinem Zielort sein, beziehungsweise an meinem ersten Wegpunkt, von dem aus dann ich dann zum nächsten Wegpunkt fliege. Das funktioniert aber nur gut, wenn das Wetter ruhig ist, wenn es windstill ist oder wenn ich eine sehr präzise Vorhersage des Windes habe. Denn der Wind hat einen enormen Einfluss dann auf meinen geflogenen Kurs. Das ist, wenn ich präzise navigieren will, eine sehr ungenaue Methode. Man brauchte also andere Möglichkeiten. Und diese andere Möglichkeit ist die Funknavigation. Heutzutage nutzt eigentlich jeder von uns Funknavigation. Jeder hat ein Handy, mit dem er seinen Standort bestimmen kann, zu jeder Zeit, überall, fast überall auf dieser Erde. Das gab es damals nicht. Also musste man sich anderer Möglichkeiten bemühen, und die Möglichkeit, die man damals nutzte, oder die Möglichkeiten, das waren die sogenannten Eigen- und Fremdpeilungen. Man kann nämlich die Richtung von Funkwellen einpeilen. Man kann also sagen, okay, aus der Richtung, da kommen Funkwellen. Und wenn ich jetzt mehrere dieser Peiler nutze, wenn ich also aus verschiedenen Richtungen gucke, von meinem Standort, da kommt die Funkwelle her, und vom anderen Standort, da kommt die Funkwelle her, dann habe ich mehrere Standlinien. Und diese Standlinien, die schneiden sich. Das ist eine sogenannte Kreuzpeilung, über die ich dann meinen Ort auf der Karte sehr genau bestimmen kann. Um dieses Konzept der Kreuzpeilung, der Funkpeilung zu erklären, muss ich ein wenig ausholen. Ich muss einige Grundlagen der Funknavigation, des Funkens erklären. Und dieses Wissen, was ich jetzt vermittle, ist ähnlich dem Wissen, was bis heute den Privatpiloten und den Berufspiloten abverlangt wird. Es müssen rudimentäre Grundlagen über die Beschaffenheit von Funkwellen geschaffen werden und über bestimmte Peilbegriffe. Dieses Wissen hat sich in den letzten 100 Jahren zwar ein wenig verändert, man hat andere Ansichten zu Funkwellen gewonnen, aber die Grundbegriffe, die Grundlagen bleiben die gleichen, und der Flugschüler bis heute muss sie lernen. Und dafür möchte ich euch jetzt einladen, einen kleinen Einblick in die Funknavigation zu bekommen. Ich mache jetzt eine kleine Einführung in die Funknavigation, dann allerdings auf die historische Fliegerei bezogen, dass wir uns einige Peilverfahren der damaligen Zeit dann etwas genauer angucken. Wenn man vom Funken redet, meint man die Übermittlung von Informationen mittels einer elektromagnetischen Welle. Wirft man einen Stein ins Wasser, breiten sich die Wellen um die Einschlagsstelle in alle Richtungen aus. Mit größer werdender Entfernung schwächen diese Wellen dann aber auch ab. Ähnlich funktioniert das Ganze in der Elektrik. Legt man einen Wechselstrom an ein Stück Draht, passiert etwas Ähnliches. Es breiten sich unsichtbare Wellen in alle Richtungen aus.
Man hat eine Sendeantenne. Nutzt man eine weitere Antenne, kann man die Signale der ersten Antenne auch wieder empfangen. Mit einer speziellen Antenne kann man sogar die Richtung der Funkwellen bestimmen. Und hier wird es nun spannend für die Navigation. Ein Flugzeug, welches mit einem Funkgerät Funkwellen aussendet, kann von einer Bodenstation gepeilt werden. Das heißt, die Bodenstation kann die Richtung, aus der die Funkwellen kommen, bestimmen. Somit kann auf einer Karte eingezeichnet werden, auf welcher Standlinie sich das Flugzeug gerade relativ zur Station befindet. Wollte der Pilot seinen Standort wissen, bediente man sich anfangs dem Prinzip der Fremdpeilung. Hierzu muss das Flugzeug Funkwellen aussenden. Man verwendete hier ein Peilzeichen, typischerweise den Buchstaben A im Morsecode. Durch das Aussenden von Peilzeichen konnte nun eine Peilstation am Boden die Richtung der Funkwellen bestimmen. Es wurde nun geschaut, aus welchem Winkel in Bezug auf den geografischen Nordpol die Funkwellen kamen. Daraus ergab sich dann eine sogenannte Standlinie. Das Flugzeug musste auf einer Position entlang dieser Linie sein. Diese Peilung nannte man QTE. Um Zeit zu sparen, wurden im Funk keine ganzen Sätze genutzt, sondern standardisierte Abkürzungen. Ein bekanntes Beispiel für solche Abkürzungen kennt jeder. SOS für den Notruf. Die Bedeutung Save Our Souls wurde allerdings später erst im englischsprachigen Raum hineingedichtet. Wie viele Abkürzungen war es eine reine Buchstabenfolge einer Codereihe. Genau so ist es auch mit der Peilung QTE. Es bedeutet, ich peile sie rechtweisend Grad. Also der Kurs von der Station zum Flugzeug. Den Gegenkurs gab man als QUJ an. Das bedeutete, der bei Windstille aufzunehmende rechtweisende Kurs, um zu mir zu gelangen, ist Grad. Eine Standlinie allein reicht aber noch nicht zur Positionsbestimmung. Hierzu brauchte man nun noch eine zweite Peilung aus einer anderen Richtung. Nun konnte man sagen, dass dort, wo sich beide Standlinien schneiden, der Flugzeugstandort sein musste. Man hatte eine Kreuzpeilung erstellt. Diese Art der Peilung ist für eine Standortbestimmung zielführend. Es gab aber auch Situationen, in denen man auf einer solchen Standlinie, also einem konstanten Kurs, von einer Funkstation wegfliegen möchte oder darauf zufliegen möchte. Das Problem hierbei liegt im Erdmagnetfeld. Die Orientierung im Flugzeug erfolgt durch den Kompass, dieser zeigt zum magnetischen Nordpol. Blöderweise liegt der magnetische Nordpol aber nicht am selben Ort wie der geografische Nordpol. Es herrscht eine Abweichung zwischen diesen beiden Richtungen, die überall auf der Erde verschieden groß ist. Wir nennen das die Missweisung oder aus dem Englischen her die Variation. Eine Funkpeilung musste also in eine missweisende Peilung umgerechnet werden, sodass der Pilot diese dann auch nach Kompass abfliegen konnte. Hierzu wird als Referenz geschaut, wo der magnetische Nordpol liegt und der Winkel zwischen diesem und der Standlinie bestimmt. Der Pilot bekommt diese Art der Standlinie als QDR mitgeteilt. Umgekehrt will der Pilot nach Magnetkompass auf einer stehenden Peilung zur Funkstation fliegen, braucht er die magnetische Peilung zur Station, das sogenannte QDM. Diese Peilungen konnten entweder als Fremdpeilung durchgeführt werden oder aber der Bordfunker konnte Funksender anpeilen und in Eigennavigation, man nannte das Eigenpeilung, fliegen. Sollte eine Position bestimmt werden, musste diese magnetische Peilung wieder in eine normale Peilung umgerechnet werden, damit man sie auf einer Karte eintragen konnte. Als Funksender wurden Radiosender genutzt, aber auch feste Funkfeuer, welche kontinuierlich in alle Richtungen Funkwellen aussendeten. Diese Funkfeuer sind mit den heutigen NDBs gleichzusetzen. Nachdem wir nun die Grundlagen der Funknavigation etwas erarbeitet haben, geht es mir jetzt darum, wie hat man das damals angewendet? Wie war der Ablauf? Man hat per Funk die wichtigen Daten übermittelt. Man hat diese Peilbegriffe QDM, QTE, QUJ und QDR genutzt im Zusammenhang mit vielen anderen Peilbegriffen. Die Schüler heutzutage, die werden jetzt wahrscheinlich aufstöhnen, weil das sind immer noch Peilbegriffe, die man heutzutage lernen muss, die sich also bis heute gehalten haben. Ich versuche nun in den folgenden Minuten einmal eine solche Standortpeilung zu reproduzieren, dass man auch einen optischen, akustischen Eindruck hatte. Wie ist das Ganze denn abgelaufen? Damals nutzte man den Tastfunk. Man hat gemorst. Heutzutage ist das Morsen eher eine Hobby-Sache. Es wird kaum noch in der
Praxis genutzt. In der Fliegerei nutzen wir den Morsecode nur noch, um Funkfeuer zu identifizieren, also auch in einem Teilgebiet der Funknavigation. Aber ansonsten ist das Ganze in Vergessenheit geraten. Damals hat man in ganz Europa den Tastfunk genutzt, denn man hatte das Problem, sobald man über die Landesgrenzen hinausflog, war man meistens in einem anderssprachigen Land. Also hätte man eine einheitliche Funksprache gebraucht. Die Kommunikation damals per Funk war auch noch nicht qualitativ so hochwertig. Die Funkgeräte waren noch nicht so gut, sodass man sich innerhalb Europas gesagt hatte, naja, wir machen das Ganze lieber über den Tastfunk und vereinheitlichen die Begriffe, die in diesem Funk verwendet werden, sodass jeder weiß, okay, wenn ich eine bestimmte Buchstabenfolge höre, dann ist damit das und das gemeint. Und das führte dann zur Einführung der sogenannten Q-Gruppen. Das sind drei Buchstaben angeführt von einem Q und zwei weiteren Buchstaben, die dann für bestimmte Begriffe, wie gerade eben schon gehört, das QTE zum Beispiel, die Peilung von der Station zum Flugzeug standen. In Amerika ging man bereits in den 30er Jahren zum Sprechfunk über. Der hat dort zumindest einen gleich starken Anteil gehabt wie der Tastfunk. Mit Amerika meine ich den nordamerikanischen Kontinent, weil man sich dort gesagt hat, die Hauptsprache in Kanada, in Amerika, ist Englisch, sodass man dort keine Verständigungsprobleme hatte. Um das ganze Funkverfahren zu rekonstruieren, habe ich zwei alte Bücher, in denen sehr viele Beispiele sind, Lehrbücher zum Thema Funknavigation und Flugfunk. Einmal das Buch Flugfunkwesen von Karl Möbius und Johann Gatzig. Das ist aus den späten 30er Jahren. Und hier haben wir zum Beispiel auch die ganzen Q-Gruppen in alphabetischer und in thematischer Reihenfolge dargestellt, die ich hier in diesem Video verwenden werde. Das musste der Funker damals alles auswendig wissen. Und wenn ich hier mal durchblätter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten an Q-Gruppen, ca. 250 verschiedene Begrifflichkeiten, die man dann kennen musste. Das andere Buch ist aus der Deutschen Radiobücherei von Rudolf Grötsch, Flugfunk, Peilwesen und Funknavigation, auch aus den 30er Jahren. Diese beiden Bücher dienen als Grundlage für die jetzt gezeigten Szenen in diesem Video. Das deutsche Reichsgebiet war in sogenannte Peilbezirke eingeteilt. Die Grenzen dieser Bezirke wurden anhand von Ortschaften definiert, die gleichzeitig auch als Meldepunkte fungierten. Flog ein Flugzeug in einen neuen Peilbezirk, so musste es sich bei der Peilstelle dieses Bezirkes anmelden. In unserem Fall fliegt die Maschine in den Peilbezirk der Peilstelle Köln ein und muss sich dementsprechend in Köln melden. Nach einer gewissen Zeit in den Wolken möchte der Flugzeugführer nun wissen, wo er genau ist. Hierzu kann er eine Standortpeilung anfordern. In Köln wird nun die Peilung koordiniert. Eine geeignete Peilnebenstelle wird per Telefon angerufen. Hier Peilstelle Köln. Ja, hier Peilnebenstelle S. Mülheim. Grüßt euch. Wir brauchen eine QTE-Peilung für Dora, Anton, Friedrich, Gustav, Wilhelm. Flugzeug sendet gleich Peilzeichen auf Frequenz 333. Verstanden. Wir peilen QTE auf Frequenz 333. Die gerufene Peilstelle antwortet nun mit der Aufforderung an den Flieger, Peilzeichen zu geben. Nun fängt der Funker an, für 50 Sekunden Peilzeichen zu geben. Zwischendurch wurde die Kennung des Flugzeuges eingestreut, anschließend wurde die Meldung mit einem 10 Sekunden langen Dauerton beendet und die Peilstelle zum Antwortgeben aufgefordert. Nach kurzer Zeit ruft nun die Peilnebenstelle Essen die Peilstelle Köln an.
Hallo Köln, hier Essen-Mülheim. QTE für Dora Anton Friedrich Gustav Wilhelm 086 um 18:45. Ich wiederhole, QTE 086 um 18:45. Hier Köln, verstanden? QTE 086. Die Peilstelle Köln peilt ebenfalls die Funkwellen der Maschine und ermittelt ebenso eine QTE-Peilung von 052. Daraus ergibt sich ein Standort von 25 Kilometern südlich der Stadt Geseke. Dies wird nun der Maschine per Funk übermittelt. Diese Meldung muss vom Funker des Flugzeuges wiederholt werden. Anschließend bestätigt Köln die korrekte Wiederholung. Dieser Ablauf ist ein beispielhafter Ablauf, wie eine mögliche Standortbestimmung damals wahrscheinlich abgelaufen ist. Der gesamte Prozess dauerte ca. 2 Minuten. In dieser Zeit konnte keine andere Maschine funken. Für einen vollen Luftraum mit hohem Verkehrsaufkommen war ein solches Verfahren wenig geeignet, denn gerade bei schlechtem Wetter konnte man erwarten, dass viele Maschinen ihren Standort ermitteln mussten. Der Weg führte daher zur Eigenpeilung, die das Flugzeug unabhängiger von den Funkstationen am Boden machte. Ja, wie ihr seht, ist die Funknavigation auch damals möglich gewesen, wenn auch teilweise sehr zeitaufwendig. Allerdings wussten die Leute sich zu helfen und man hatte eine sehr hohe Zuverlässigkeit, von einem Flugplatz zum nächsten zu kommen. Ziemlich wetterunabhängig. Das andere Problem, was sich dabei stellt, ist, dass man auch in diesem schlechten Wetter landen musste. Man musste eine Landebahn finden. Und dazu reichten diese funknavigatorischen Verfahren alleine nicht aus. Man musste in irgendeiner Weise schauen, wie kommt man denn jetzt sicher an die Piste heran? Wie kann man eine Blindlandung durchführen? Und diese Blindlandeverfahren, die möchte ich in der nächsten Folge mit euch besprechen. Bis dahin wünsche ich alles Gute, Hals- und Beinbruch. Bis dann.